So, wir sprachen über das Sonntagsgesetz. Ganz kurz was sagen. Ja, bitte. Ja, diese Stichpunkt ist ja auch noch die evangelikale Bewegung in den USA, die sehr stark ist und die sich jetzt besonders nach den Grundgesetzen, nach den amerikanischen Grundgesetzen richten und immer wieder darauf verweisen. Und es ist ja letztendlich die europäische konservative Bewegung, die immer wieder zu der Evangelikalen nach Amerika schaut, was die machen. Und die wiederum berufen sich eben auf die Anfänge der amerikanischen Gründung, die Urväter und wie die sich in Bezug auf moralische Gesetze und so weiter verhalten haben. Und dann, wie man dann heute umgeht mit all diesen Themen, die du genannt hast. Dann auch ein wichtiges Thema ist ja diese Abtreibung, ne, was ein großes Feld auftut. Ne, und die evangelikale Bewegung in Deutschland in Verbindung mit den Konservativen in Deutschland, da besteht ja durchaus ein Zusammenhang oder eine Harmonie. Und eben auch die Adventisten, konservativen Adventisten, die dann immer wieder dann auch interessanterweise eines Geistes sind in vielen Punkten. Vielen Dank, Anti. Sehr gut. Also, ich wollte, dass wir uns nochmal bewusst werden, dass in unserer Generation es nicht um ein buchstäbliches Sonntagsgesetz gehen kann. Ellen White hat es uns vorgemacht. Sie stützt sich, wenn sie das Sonntagsgesetz verkörpern möchte, nicht nur, aber sie stützt sich auf Daniel 3 und 5, 6, welches nichts mit einem Sonntagsgesetz zu tun hat. Aber wir erkennen, dass es um Anbetung geht. Heute in unserer Generation nehmen wir immer noch den großen Kampf buchstäblich, weil wir denken, wir sind gute Adventisten. Aber wir müssen erkennen, dass wir laodizianische Adventisten sind. Wir müssen aus unserem laodizianischen Zustand rauskommen, die Augen aufmachen und in unserer Generation ankommen. Wir müssen Krisenmanagement anwenden, um zu erkennen, was es für eine Krise ist, auf die die Welt zuläuft. Und die Krise ist, dass Menschenrechte absolut in der Gefahr stehen. 1974, 25 Jahre vor dem Zeit des Endes, hört die Verfolgung fast auf. Nicht ganz, natürlich, fast, so wie 1773. Man darf nicht diskriminiert werden, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Rasse, welche Religion. Aber wir sehen, dass in unserer Zeit, in der Zeit, in der wir jetzt sind, es wieder Ströme aufkommen, die nationalistisch sind, die sehr sexistisch sind und die sehr homophob sind. Das ist der Test für uns heute. Und wir befinden uns 2021 an der Wegmarke Panium. Panium ist die Formulierung der Botschaft für das Sonntagsgesetz. Das heißt, es ist in diesem Jahr, wo wir das Sonntagsgesetz besser als je zuvor verstehen werden. Das Sonntagsgesetz geht um Anbetung und es ist kein Zufall, dass 2020 wir lernen durften, was Anbetung auch bedeutet. Nämlich die Anbetung nicht der ersten vier Gebote nur, sondern auch die Anbetung der letzten sechs. Das zweite Gebot aus dem Neuen Testament. Den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, ein Mensch mit Menschen anzubeten. Und das ist unser Sonntagsgesetz-Test heute. Wir brauchen dieses Fundament, dieses Wissen, um dass, wenn wir an Thematiken wie Frauenrechte, Rechte von LGBTQ, wenn wir daran herantreten, brauchen wir dieses Fundament, um auf der richtigen Seite zu stehen, wenn es um das Sonntagsgesetz geht. So, das war jetzt noch eine Zusammenfassung von dem vorigen Vortrag. Jetzt wollte ich, dass wir einen Gang höher schalten. Rodolfo. Ja, ich wollte noch mal sagen, zählen da die Behinderten auch dazu jetzt? Behinderte Menschen, dass man sie auch gleichberechtigt ansieht? Dazu möchte ich sagen, im Dritten Reich, was uns im Kopf bleibt, ist, dass Juden verfolgt wurden. Und ich möchte das auch nicht mindern.
Aber ich möchte sagen, dass es ein unvollständiges Verständnis von der Verfolgung im Dritten Reich war. Im Dritten Reich wurden jegliche Volksgruppierungen, wie die Sinti, glaube ich, also so im Volksmund Zigeuner, Behinderte, LGBTQ, alle kamen in Konzentrationslager. Alle Gruppierungen, die als Problem in der Gesellschaft gebrandmarkt wurden, kamen in Konzentrationslager oder wurden diskriminiert. Also heute würde ich das auch sagen, dass wir immer noch das Problem haben. Ja? Jemanden zu sagen, dass er behindert ist, ist ein Schimpfwort in der deutschen Sprache. Wir müssen aufpassen. Wir müssen unterscheiden, was ist dieser prophetische Test, Daniel 11, Vers 41, und was ist es nicht. Ich würde vorschlagen, wir hatten das Studium, wo wir uns 1850, 1888 und unsere Zeit heute betrachtet haben. Wir haben gesagt, 1850, was war der Test? Der Test war die Rasse. Wir wissen ja, Rassen gibt es ja eigentlich nicht, aber wir sagen mal Hautfarbe, könnten wir jetzt sagen. 1888 war der Test der Sabbat. Und heute, was ist der Test? Gleichberechtigung. Geschlecht. Ja? Geschlecht. Heute ist der Test des Geschlechts. Also wenn wir auf das Hauptmerkmal schauen, was unser Test heute ist, wo Gottes Volk getestet wird, dann ist es nicht der Rassismus. 1850 hat Gottes Volk über Rassismus lernen müssen, zur Zeit von Ellen White. 1888 mussten sie über den Sabbat lernen. Und jetzt sind wir am letzten Test angekommen. Ihr könnt euch an den Spiegel erinnern, an den Chiasmus, den wir hatten, von Eden zu Eden. Wir hatten Eva, wir hatten Kain, wir hatten Noahs Sohn. Spiegelung, Noahs Sohn, der Sklaverei, Rassismus eingebracht hat, 1850, Sklaverei Ende. Dann hatten wir Kain, der den Sabbat, seine Nachkommen haben den Sabbat nicht mehr gehalten, 1888, Test und Sabbat. Der letzte Schritt ist von Eva. Mit Eva, also mit diesem Sündenfall, kam der Sexismus, das Geschlecht, Test, mhm. Geschlecht am letzten, das ist der letzte Schritt. Am Ende des Chiasmus. Wir sollten niemals behinderte Leute diskriminieren oder Leute, die andere Hautfarbe haben oder andere Religion haben oder sowas. Das ist ein Mitbringsel, das selbstverständlich ist, dass wir diese Leute nicht diskriminieren. Wenn du mich jetzt fragst, was ist der Kern unseres Testes, dann würde ich sagen, es ist das Geschlecht. Das ist der letzte Schritt, bevor wir in Eden wieder sind, im Himmel. Das Geschlecht ist der letzte Test. Macht es Sinn, Rodolfo, von der Hinsicht? Ja, macht Sinn. Okay. Danke. Gut, dann wische ich jetzt aus und dann wollte ich noch etwas anderes behandeln. Kann ich noch was dazu sagen? Das würde Sinn machen. Zuerst hat Gott den Menschen erschaffen und dann kam der Sabbat. Und das erste ist jetzt der Sabbat und dann das allerletzte, bevor das Ganze ein Ende nimmt, ist dann das Geschlecht. Das ist interessant. Interessanter Gedanke. So, jetzt möchte ich einen Gang höher schalten. Ich möchte zum Fraktal der Priester. Wir haben 1989, wir haben 9/11, wir haben 2014, 2019, 2021. Wir haben das Pflügen, wir haben den Frühregen, wir haben den Spätregen, wir haben die Ernte. Wir haben die Zeit des Endes. Wir haben die Bekräftigung der Botschaft, wir haben das sogenannte Sonntagsgesetz, wir haben das Ende der Gnadenzeit und 2021 ist welche Wegmarke?
Zweite Kommen. Hier haben wir das zweite Kommen. Also im Fraktal gesehen. Nicht buchstäblich natürlich. Und jetzt habe ich die Frage, was für eine Botschaft gibt es beim Kommen Christi? Alle werden ihn sehen. Alle werden ihn sehen. Die Natur des Königreichs Gottes. Matthäus 7. Guck mal, ob ich schnell finde. Wir wissen, im Neuen Testament gibt es viele Gleichnisse und auch Gott, Jesus gibt wieder ein Gleichnis. In Matthäus 7, da geht es drum, um den Pfad, der in den Himmel führt, und dann den breiten Pfad, der in die Verdammnis führt. Vers 14, Vers 15, es geht um die falschen Propheten, die sich mit Schafspelzen, die Wölfe, die mit Schafspelzen angezogen sind. Und dann ab Vers 16 fängt Jesus an, zu erklären, wie man zwischen falsch und richtig unterscheidet. Und er sagt die Früchte. Und dann Vers 21, was sagt Jesus jetzt? Nicht jeder, der mir sagt, Herr, wird in das Reich eingehen. Ich höre dich ganz irgendwie. Irgendwie bist du nicht am Mikro. Also, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann lest bitte bis zu Vers 24. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Okay, wir machen nicht weiter, weil wir kennen das Gleichnis sehr gut mit dem Haus auf dem Sand und dem Haus auf dem Stein, auf dem Fels. Und wir hatten darüber auch mal ein Studium in unserer Gruppe. Wir haben darüber studiert, was es bedeutet, auf dem Sand zu bauen und auf dem Stein zu bauen. Und wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, mein Argument damals war, beide Häuser sehen schön aus und beide Häuser sind super gebaut, weil jeder weiß, was er tut. Beides Mal sind es Zimmermänner, die wissen, was sie bauen. Das einzigste Problem war der Grund. Der Grund war falsch, nicht das Haus. Die Frage ist jetzt, was ist der Grund, der falsch ist? Aber das ist das Studium von damals. Aber hier in diesen Versen sehen wir, dass es darum geht, dass wir zwei Gruppen haben. Und beide Gruppen denken, sie machen das Richtige. Sie bauen ein Haus. Aber eine Gruppe ist falsch, die Gruppe nämlich, die auf dem Sand gebaut hat. Und eine Gruppe ist richtig, nämlich die, die auf dem Felsen gebaut hat. Aber das Problem ist, dass wenn der Tag kommt, sagt eine Gruppe was? Herr, Herr, haben wir nicht getan in deinem Namen? Und was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Gegenteil, er sagt noch, die, die meinen Willen tun, nur diejenigen, die meinen Willen tun, kommen in den Himmel. Aber nicht jeder, der Herr, Herr sagt,
kommt in den Himmel. Was verstehen wir, wer diese Leute sind? Diese Leute, die Herr, Herr sagen, sind nicht Leute, die in der Welt sind. Das sind Leute, die links und rechts neben uns stehen. Und jetzt gehen wir zum Fraktal der Priester. Wann wird argumentiert, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das und dies gemacht? Wann, wo auf der Reformlinie ist dieser Punkt? Bei Panium. Es ist an diesem Punkt. Dann, wenn Jesus wiederkommt und sie merken, hier läuft irgendwas falsch, anscheinend bin ich nicht dabei, sagen sie, aber Herr, habe ich nicht so und so das alles gemacht? Und Gott sagt, nein, ich kenne euch nicht. Warum? Weil ihr nicht meinen Willen getan habt. Und was sagt Jesus? Wer ist seine Familie? Wer sind seine Brüder und Schwestern? Was sagt er uns im Neuen Testament? Ist Blut wirklich dicker wie Wasser? Er sagt, diejenigen, die den Willen meines Vaters tun, sind meine Familie, mein Bruder, meine Schwester. . 2021 betrachten wir die Sachen. Was ist extern? Was passiert extern? Wer ist Präsident in den Vereinigten Staaten? Biden. Biden. Und jetzt frage ich euch, was habt ihr lieber, Trump oder Biden? Biden. Der Rudolfo hat Mut genug, sich zu bekennen, dass es Biden ist. Ja, natürlich. Man hat so eine natürliche Neigung zu sagen, Biden ist besser als Trump. Und was passiert, wenn man der Meinung ist? Du hast uns gelehrt, dass Biden auch nicht gut ist, weil er zu viele Kompromisse macht. Danke, Silvi. Was passiert in der Welt extern? Was passierte, als Biden gewählt wurde? Es gab Freudenpartys. Leute waren so glücklich, weil man gedacht hatte, dass die Schreckensära von Trump jetzt vorbei wäre und jetzt die Welt wieder aufatmen kann. Und in einem gewissen Maße kann sie auch. Aber Biden ist der Präsident der Kompromisse. Er bringt uns auch Schritte näher zum Sonntagsgesetz. Es gibt keinen Rückwärtsgang mehr. Das heißt, ob Trump oder Biden, wir fahren auf das Sonntagsgesetz zu. Aber extern denken Leute jetzt, jetzt können sie ausruhen. Jetzt haben sie Zeit, wo sie verschnaufen können. Und was wissen wir? Das Prinzip von extern und intern. Wenn es extern so ist, dann ist es was? Intern auch so. Intern ist es auch so. Und auch in der Bewegung gibt es die Strömung, dieser Gedanke, jetzt ist ja Biden an der Macht. Ja, sollten wir jetzt ein Sonntagsgesetz in Kürze überhaupt erwarten? Kommt es überhaupt bald? Und so weiter. Es ist eine Botschaft, die wir eigentlich bezeichnen könnten als Friede und Sicherheit. Und ist so eine Botschaft korrekt? Existiert Frieden und existiert Sicherheit? Nein. Nein, existiert nicht. Und wenn man in diesem Netz verstrickt ist, dass man denkt, es gibt eine Verschnaufpause und wir haben jetzt gewisse Frieden und Sicherheit, dann ist man was eigentlich? Sind die Augen offen oder sind sie zu? Wie sind Laodicea? Die sind zu. Wenn man nicht erkennt, dass Biden der Präsident des Kompromisses ist und wir genauso mit weiten Schritten auf das Sonntagsgesetz zulaufen, dann sind wir immer noch im laodizianischen Zustand. Und Laodicea ist ignorant. Und mit diesem Punkt möchte ich sagen, und das kommt jetzt eigentlich aus einem Vortrag von Tess, also ich klaue mir das einfach nur jetzt hier rüber, wir wissen, dass es Sichtungen in dieser Bewegung gibt. Zum Beispiel die Sichtung von der französischen Welt von vor kurzem. Weil Tess hat gesagt, es ist nicht
die Sichtung, die so gefährlich in dieser Dispensation ist. Sondern was ist gefährlich? Was ist unser Test? Unser Test ist der Sexismus. Oder sage ich jetzt mal das Geschlecht. Das ist unser Test. Und was gefährlich ist, ist nicht die Sichtungen, die passieren in unserer Bewegung momentan, sondern was so gefährlich für uns in dieser Dispensation ist, ist die Ignoranz gegenüber Sexismus. Es gibt genug Menschen in unserer Bewegung, die sagen, ich habe Sexismus verstanden. Ich bin dafür. Ich sehe es auf der Linie, ich sehe es in der Bibel, ich kann es verstehen und ich bin dafür. Aber dennoch sind sie ignorant in den Details und im täglichen Leben. Und genau das sind die Leute, die einmal sagen werden, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen? Und Gott wird sagen, ich kenne euch nicht. Es ist nicht die Zeitperiode, wo wir verschnaufen können und uns ausruhen können, dass wir den Test verstanden hätten, dass wir Homophobie verstanden hätten, dass wir Sexismus verstanden hätten. Wir sind alle am Anfang dieses Verständnisses und wir alle haben sehr viel in unserem Leben aufzuräumen. Und so viele meinen, dass sie diesen Test bereits schon bestanden haben, dass sie eigentlich schon ausgelernt haben, was diese Dinge angeht. Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, nicht zu sehen, wie nah wir am Sonntagsgesetz sind und nicht die Tiefe und die Weite von Sexismus und Homophobie zu erkennen. Das ist jetzt auch geklaut aus Tessas Präsentation. In der letzten Dispensation, also in dieser Dispensation, wissen wir, gibt es ja die Mitternachtsrufbotschaft 2018, Formulierung der Botschaft. Und was passiert in dieser Dispensation? In dieser Dispensation, was für uns die primäre Botschaft war oder unsere, was wir zu tun hatten, war, mit der Gesellschaft aufzuholen. Was meine ich damit? Wir haben die Mitternachtsrufbotschaft bekommen und es musste mit unserem konservativen, verschwörerischen, nationalistischen Denken aufräumen. Und wir mussten erkennen, dass unsere Denkweise falsch ist und wir erkannten, dass die Gesellschaft uns einiges voraus hatte. Und wir mussten mit der Gesellschaft aufholen. Versteht ihr, wenn ich das sage? Für diejenigen, die die Zeit mitgemacht haben? Ja. Formmäßig, ne? Ja, also wenn ich damit meine, jetzt zum Beispiel, wenn es um Impfungen geht, um globalistisches, nationales Denken, welches System besser ist, Verschwörungstheorien und so weiter. Das sind Dinge, die mussten wir aufholen. Wir waren hinten nach. Aber jetzt in dieser Dispensation geht es nicht mehr darum, mit der Gesellschaft aufzuholen, weil sie uns was voraus hatte, weil sie schon weiter waren, sondern worum geht es in dieser Dispensation? Der Gesellschaft voraus sein. Merkt, da hat jemand dieses Vortrag gehört. Vielen Dank. In dieser Dispensation geht es jetzt darum, der Gesellschaft voraus zu sein. Jetzt können wir uns fragen, warum müssen wir der Gesellschaft voraus sein? Aus dem Grund, weil wir Adventisten sind. Wir sollten das Licht der Welt sein. Wir sollten das Vorzeigemodell für die ganze Welt sein. Wie können es wir aber sein, wenn wir der Welt 160 Jahre hinten nachhinken? Deswegen muss Gott erst gucken, dass wir aufholen. Aber er sagt, das reicht nicht. Es reicht nicht, nur mit der Gesellschaft aufzuholen.
jetzt in dieser Dispensation müssen wir voraus sein. Wir müssen zu diesem Vorbild werden. Vorbild in was? Vorbild in unserem Test. Was ist unser Test? Test ist das Geschlecht, Sexismus, Homophobie. Wir müssen ein Vorbild werden. Wir müssen der Gesellschaft voraus sein. Und das ist unser Job in einer Zeitperiode, wo eine Botschaft von Frieden und Sicherheit extern unter der Administration von Biden und intern herrscht, wo Leute denken, dass sie es kapiert hätten, dass sie Sexismus kapiert hätten. Wir merken nicht, wie die Ignoranz uns alles kostet und Gott irgendwann mal sagen wird, Herr, Herr, wo wir sagen werden, Herr, Herr, und Gott sagen wird, ich kenne euch nicht. Dazu jetzt ein Beispiel, das kommt auch, ich weiß, die Präsentation von Tess sind noch nicht online, deswegen ziehe ich mir auch ein paar Dinge raus und wir machen das jetzt hier und wir machen auch nicht mehr lange, ich habe nur noch 3 Punkte, die ich rüberbringen möchte. In einer der Präsentationen von kürzlich von Tess hatte sie gesagt, dass wir uns nicht mehr Bruder und Schwester nennen sollen. Und ich weiß, wer das anhört und mit einem halben Bein außerhalb der Bewegung ist, wird das benutzen als eine Attacke gegen die Botschaft. Aber dann hört ihr auch den Kontext an. Hört ihr das ganze Bild an. Wo kommt dieser Begriff Bruder und Schwester eigentlich her? Das gebrauchen wir im Adventismus, um was zu zeigen. Was zeigt man eigentlich damit an, wenn man jemanden seinen Bruder oder seine Schwester nennt? Dass wir eine Familie sind. Dass wir eine Familie sind. Wir gehören zusammen. Wir sind gleich. Und das ist auch richtig so. Und bis zu diesem Datum war das auch richtig. Wir sind gleich. Wir sind eine Familie. Aber in dieser Dispensation des Sexismus, was passiert, wenn ich euch immer Bruder und Schwestern nenne? Es wird differenziert. Rudolfe, nochmal bitte. Na, es ist eine Trennung zwischen beiden. Jetzt auf einmal sind Begriffe, die vorher Einigkeit und Familiarität identifiziert haben, bringen jetzt eine Trennung. Eine Trennung in was? In Trennung in Männer und in Frauen. Und in der Zeitperiode, wo dies unser Test ist, ob wir Brillen aufhaben, wo wir Geschlechter sehen, damit meine ich, dass wir immer unterteilen zwischen Männern und Frauen, ist das nicht korrekt. Somit, im Lichte unserer Botschaft heute in dieser Dispensation, sollten wir aufhören, die Leute, die eine Familie mit uns sind, die gleich sind, Brüdern und Schwestern zu nennen. Weil wir nicht mehr unterteilen können zwischen Geschlechtern. Das ist unser Test. Differenzieren wir Leute anhand ihres Geschlechtes noch? Oder ist egal, welches Geschlecht sie sind, sind sie eins mit uns? Und so sehen wir, wie Ellen White es so schön gesagt hat, Time and circumstances have changed. Die Umstände und die Zeiten haben sich geändert. Und wenn das so ist, müssen sich auch die Dinge ändern. Und somit ändert es sich auch unsere Sprache, besonders unsere Sprache. Und wenn die Videos von Tess hochgeladen werden, dann bitte ich euch eindringlich, diese zu schauen. Sie sind sehr wichtig, denn sie gehen darum, wie zum Beispiel, wie wichtig Sprache ist. Ja, und wie sollen wir denn unsere Familie nennen? Nicht Brüder, Schwester, sondern? Du bist der Rodolfo. Ach so, okay, ja, alles klar. Kann ich da noch mal was einwerfen? Ja, bitte. Ich zu meiner Zeit habe das so kennengelernt, als ich noch ganz klein war und man so, ja, so langsam das verstanden hat, so mit 7, 8 und so weiter, musste ich immer noch Onkel und Tante sagen zu denjenigen, wo meine Eltern Bruder und Schwester sagten. Das war eigentlich ein familiärer Ersatz dafür, dass man in der Gemeinde nicht Herr und Frau sagt,
So hatte ich das immer empfunden, sondern es sollte so ein bisschen die Gemeinschaft zeigen, deswegen Bruder und Schwester und eben Kinder, Onkel und Tante. Aber wenn wir innerhalb in einer Familie doch zusammen sind, würden wir doch nie untereinander noch irgendeinen Vorsatz sagen, so wie Herr und Frau, sondern wir sagen wirklich einfach nur den Vornamen. Und das ist doch dann in Ordnung, wenn man das so dabei belässt. Denn eigentlich ist innerhalb der Gemeinde dieses Wort Schwester und Bruder, so sehe ich es, ein Ersatz, eine Höflichkeitsform, anstelle Herr und Frau zu sagen. Und es ist viel inniger, wenn man einfach nur den Vornamen sagt. Denn man kommt ja auch nicht auf die Idee, seine Kinder oder seinen wirklich leiblichen Bruder mit einem Höflichkeitsform anzureden, sondern man sagt wirklich nur den Vornamen. Darf ich auch noch? Ja, bitte. Also bei uns, wo ich jetzt bin in der Gemeinde, ist es auch ganz klar. Ich meine, ich komme aus Tschechien und Polen, aber du sagst, wenn du klein bist, sagst du Tante Anna oder Tante Tamina. Und wenn du groß bist, sagst du Schwester. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, also wo ich klein war, habe ich zu meiner leiblichen Tante auch Tante Dodo gesagt und Tante Gugu und Onkel Horst. Also, aber es ist ja eigentlich immer sowas wie ein Ehrentitel, oder? Also wir müssen versuchen, nicht mehrere Töpfe miteinander zu mixen. Wenn man in seiner leiblichen Familie ist und man hat seine Tante und seinen Onkel oder seinen Bruder und seine Schwester, dann heißt es nicht, dass man die nicht so benennt. Es geht hier rein um die Begriffe Bruder und Schwester, die wir in der Gemeinde verwenden. Also die leibliche Familie schon mal außen vor genommen. Darf ich repetieren? Ja. Also es geht darum, dass Männer und Frauen sind völlig gleich und darum nennt man sich einfach nur beim Namen. Genau. Ohne Titel, ohne Herr und Frau, einfach nur beim Namen. Genau. Weil wenn man das tiefer studiert, eine Sekunde, wenn man das nämlich tiefer betrachtet, wenn ich nämlich sage, Schwester Heike oder Bruder Jonathan, dann definiere ich euer Geschlecht, bevor ich euch beim Namen nenne. Und in dieser Dispensation sollte es eine Definition beim Geschlecht nicht mehr geben. Es sollte für uns uninteressant sein. Deswegen ist es einfach nur Heike oder Jonathan. Mhm. Danke. Ich denke aber, sowas sagt man auf einer Ebene, wenn man sich wirklich kennt. Jetzt hast du, geh mal von zigtausenden Adventisten in Deutschland, da ist irgendwann ein Level von Unpersönlichkeit da, weil man sich einfach nicht mehr kennt. Hier in dieser Bewegung, wo jeder jeden kennt, da kannst du das einfach sagen, hier, das ist Tamina, das ist Rudolfo und so weiter und so fort. Wie machst du das, wenn du auf einmal Zehntausende irgendwo hast? Da kannst du nicht mehr sagen, jeden hier mit Vornamen ansprechen, das funktioniert nicht mehr. Da kannst du dann irgendwann sagen, wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht mehr Bruder und Schwester sagen, da kannst du sagen, das ist Herr Schmidt oder das ist Frau Sonne oder wie halt auch immer. Aber ich verstehe den Grundgedanken, aber ich finde, man muss da meiner Meinung nach auch ein bisschen an die Praxis denken, wie sowas funktioniert. Im Gegenzug, wenn ich so sagen darf, in der Vergangenheit wurde immer von gewissen Personen immer Brother so und so und Sister so und so gesagt. Das sagt man so nicht im Deutschen. Aber um eine Person zu identifizieren, quasi zu sagen, du, ich rede mit dem und dem oder der hat so und so oder die hat so und so gesagt. Ich denke, da wird man um sowas nicht drumherum kommen. Aber ich kenne noch, kann ich mal ganz kurz, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Gemeinde gehe, dann kommt immer manchmal einer an und sagt, ich bin der und wie bist du, wie heißt du? Und dann sage ich, ich heiße Rudolfo und er sagt zum Beispiel, er heißt Steffen. Und dann hat man seinen Namen ja eigentlich schon, auch wenn man ihn noch nicht kannte. Weißt du, wenn man so, weißt du, wie ich meine? Ja, okay, das verstehe ich. Das ist ja auch okay. Das ist ja so eine Kultur, die immer mehr in die generell einfach so in die Gesellschaft reinkommt, dass du quasi mit Vornamen angesprochen wirst. Und das ist ja auch okay, habe ich gar kein Problem damit. Aber du kannst selbst heutzutage, ich sage mal ganz, ganz blöd, du rufst bei deiner Krankenversicherung an und da steht jetzt auf deinem Zettel deine Auftragsnummer oder was auch immer und dann steht dran, es bediente sie Frau Sabine Schulz, was auch immer jetzt, ne? Jetzt kannst du nicht dort anrufen und sagen, ja, hallo Sabine oder hallo, da sagt man hallo Frau Schulz oder was halt auch immer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke da an das
an das praktische Leben, wo ich denke, da wirst du sowas nicht ganz loskriegen. Ich mal was dazu sagen? Ja, bitte. Wir hatten eine ähnliche Frage an Tess gestellt, weil es ja darum ging, nicht mehr Bruder und Schwester. Da haben wir uns dann auch gerade gefragt, weil bei uns sagen die Kinder zu Marc und Lisanne, sagen auch Onkel Marc und Tante Lisanne. Und wir haben uns dann gefragt, müssen wir jetzt das da auch so anwenden, dass wir diese Begriffe weglassen? Und was Tess uns dann gesagt hat, ist, dass wir uns wirklich jetzt beschränken auf dieses Bruder und Schwester, das wir in der Gemeinde gepflegt haben. Und dass es einfach gewisse Titel und Bezeichnungen gibt in dieser Welt, die wir nicht ausradieren können. Und das ist, würde ich sagen, was Jonathan nennt, wäre so ein Beispiel, dass wir uns halt nun mal Herr und Frau mit Herr und Frau ansprechen. Da gibt es extern Bewegungen, die sich darum kümmern, dass man jetzt genderneutrale Sprache verwendet oder dass neue Titel erfunden werden für Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren. Aber bei uns geht es jetzt wirklich um dieses Bruder und Schwester. Und auch wenn es darum geht, mit eben Tante oder Onkel in der Familie ist sowieso, das kannst du auch nicht ausradieren, dass es Mama und Papa gibt und diese Dinge. Zumindest nicht Stand jetzt. Also das war die Antwort, die Tess uns gegeben hat. Vielen Dank für eure Kommentare. 2019 stand Paminda im internationalen Camp-Meeting und hat alle Frauen aufgefordert, Hosen anzuziehen. Sagt, es ist wichtig, dass ihr jetzt Hosen anzieht. Warum? Hängt das ewige Leben wirklich jetzt dran, ob ich eine Hose anziehe oder nicht? Ich würde sagen, es kommt auf den Kontext. Wenn du merkst, es ist ein Test, dass wenn du Hosen anziehst, du zeigst und demonstrierst, dass du der Botschaft von Gleichberechtigung zustimmst, dann würde ich sagen, ja. Wenn es um das Praktische geht, ob du jetzt eine Hose anhast oder einen Rock, ist doch völlig egal. Aber manchmal sind gewisse Dinge in gewissen Situationen, die einfach zeigen, wo man steht. Und so haben Frauen demonstriert, wo sie stehen an diesem einen Sabbat 2019, indem sie Hosen angezogen haben. Jeder ist am Sonntag zurückgegangen zu der Kleidungsform, die ihm am liebsten ist. Niemand wird vorgeschrieben, was er heute anziehen soll. Aber manchmal sind gewisse Punkte, die erwartet werden oder die einem vor einem geworfen werden, damit du demonstrierst und zeigst, wo du stehst. Und so ist es auch jetzt in Bezug auf diese Dinge. Brüder und Schwestern ist ein Begriff in der Vergangenheit gewesen, der Einheit gezeigt hat und dass wir gleich sind und dass wir eine Familie sind. Die Zeiten und Umstände haben sich geändert. Wir sind in der Thematik Sexismus. Jetzt zeigen wir, ob wir konform mit dieser Botschaft über den Sexismus sind, wenn wir Brüder und Schwestern ausradieren. Und ich würde vorschlagen, so wie Janice es gesagt hat, als es damals um die Hosen ging, da wäre niemand von uns zur AOK gegangen oder in die Bank gegangen, zur Stewardess gegangen und gesagt hätten, also hören Sie, Frau so und so, wenn Sie einen Rock anhaben, das ist ja gar nicht richtig, bitte ziehen Sie sich Ihre Hosen an. Macht keiner. Es war limitiert auf diese Bewegung, weil wir ein Verständnis über eine Thematik bekommen haben. Und so würde ich sagen, ist auch mit Brüdern und Schwestern. Ich weiß, ihr habt schon alle darüber kommentiert. Ich wollte nur noch meinen Senf dazu geben. Mit Brüdern und Schwestern, es geht jetzt darum, hier in unserer Bewegung, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde. Wir zeigen damit, dass wir verstanden haben, dass wir im nächsten Level von Sexismus angekommen sind. Was ich damit meine, ist, dass wir merken, wir gehen mit der Botschaft mit, dass dieses Thema Sexismus sehr tief geht und dass es unser Leben wirklich verändert. Und dass wir zeigen, dass wir gleich sind, indem wir uns auch unsere Sprache anpassen. Und dazu möchte ich auch noch sagen, wenn es um die Adventgemeinde geht, es geht nicht mehr darum, der Gesellschaft hinterher zu sein, es geht ihr
voraus zu sein. Und wir sehen in der Welt, gerade in dieser, ich habe schon weggewischt, aber gerade um diese Zeitperiode der 60er, 70er, 80er sehen wir, dass es Bewegungen in der Welt gab, die der Gesellschaft voraus waren und haben Dinge gemacht, die die Gesellschaft nicht gemacht hat. Und sie haben Dinge gemacht, die heute in unserer Generation als selbstverständlich dargestellt werden. Aber warum sind sie heute selbstverständlich? Nur weil damals Leute aus der Reihe getanzt haben und der Gesellschaft voraus waren. So auch die Bewegung. Wir müssen der Gesellschaft vorauskommen, vorausgehen in gewissen Thematiken. Wir müssen als Beispiel voran sein. Und wir sollten keine Scheu haben, dass wir dieses Beispiel sind, dass wir anders sind wie andere, dass wir mehr sind, so wie der Himmel sein wird. Darf ich nochmal? Ja, bitte. Also, wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, ich bin ja 61 geboren. Ich bin dann mitten in die Frauenbewegung reingekommen. Ne? Alice Schwarzer war eine Lehrerin von mir. Ich war überhaupt nie adventistisch. Erst, wo ich 32 wurde, war ich Christ. Und dann mit, weiß ich, über 40 war ich dann Adventist. Und es war für mich immer ein Problem. Ich war immer emanzipiert. Ich war immer politisch. Und jeder hat mich eigentlich immer eher verurteilt, weil Politik geht ein Adventist nichts an, weil Gott sagt, man mischt sich nicht in die Politik ein. Und dieses Emanzipierte hat sich bei mir auch immer in der Kleidung geäußert. Ich war da nicht immer ganz so linientreu, wie ich dachte, ich müsste sein. Und jetzt ist alles anders. Also jetzt, also wenn ich dir jetzt zuhöre, bin ich jetzt schon fast richtig. Also in meinem Verständnis über Gender oder dass ich gleich viel wert bin wie jeder Mann, dass das ganz logisch ist. Wieso kommt es jetzt oder war ich vorher einfach nur voraus oder wie kann ich das sehen? Was meinst du, wieso kommt es jetzt? Also weißt du zum Beispiel, wo wir angefangen haben, haben wir ja auch in Amerika gemacht, wo wir angefangen haben mit der Politik. Da bin ich ja verpönt worden von allen, weil also Politik geht doch dich nichts an. Und mich hat ja Politik immer interessiert. Ich habe es dann immer mehr oder weniger, ich sag mal heimlich, wenn dich was interessiert, dann guckst halt danach. Und dann hat ja auch der Chef immer mehr danach geguckt. Und dann kam die Tess und die hat danach geguckt. Also es gibt ja auch Statements von der Schwester Weit, die sagt, wir sollen nicht politisch sein, wir sollen heilig sein. Ich überziehe das jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und jetzt sind wir in einer Dispensation, wo es heißt, sei du politisch, sei du emanzipiert, sei du selber und hab keine Scheu. Ich denke, also zwei Punkte. Unsere Botschaft ist nicht, dass wir jetzt raus sind und eine Partei gründen und politisch aktiv werden. Das ist nicht unsere Botschaft. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Unser Job ist nicht mehr, diese Welt zu retten, sondern unser Job ist, uns selber zu retten und so viele andere Menschen wie noch möglich, dass wir ein Leben im Himmel führen können. Okay. Und dazu brauchen wir Vorbereitung. Wir brauchen Vorbereitung, um in dieses nächste Leben zu kommen, in die nächste Schule, wenn wir es so nennen wollen. Mhm. Und wir müssen ein korrektes Verständnis haben von den Ereignissen, von unserer Natur des Menschen, von den Linien, von der Bibel, von Ellen White. Somit muss uns Politik interessieren, uns muss Geschichte interessieren, damit wir die Krise, die auf uns kommt, Sonntagsgesetz, Daniel 11, Vers 41, richtig vorherzusagen. Das heißt aber nicht, dass wir politisch aktiv werden. Also sagen wir so, Ellen White, wir sind in einer progressiven Linie. Und progressiv bedeutet immer in diese Richtung. Gott stellt sein Volk wieder her. Er stellt Eden her. Und während die Christen hier waren, Paulus, der gesagt hat, so, die Heiden dürfen jetzt reinkommen, sie dürfen Christen werden, aber Sklave, geh zurück zu deinem Meister und Frau, ordne dich deinem Mann unter. Ja? Dann haben wir Ellen White, die hier steht, die sagt, Sklave, vergiss Paulus, geh nicht zu deinem Meister, sondern
ordnet dich nicht mehr unter, sondern du bist ein freier Mensch. Und dann dreht sie sich um und sagt, Frauen, ordnet euren Männern unter und geht nicht wählen, weil ihr könntet nicht wählen. Ihr habt nicht so ein Gehirn, das ihr Politik versteht. Und dann gehen wir hier hin und sind jetzt bei den 144.000 und wir sagen, vergiss Paulus und vergiss Ellen White. Und ich weiß, Leute werden mich für diese Worte kreuzigen. Aber wir sagen, Sklave, ordne dich nicht unter. Wir haben auch keine Rassentrennung, die Ellen White gefördert hat. Und wir haben auch Gleichberechtigung für Frauen. Und wir sagen, natürlich dürft ihr wählen und natürlich könnt ihr Politik verstehen. Das heißt, es ist eine Linie der Herstellung. Und da kommt jetzt Projektmanagement wieder, fließt mit ein. Dieses Projekt Eden wiederherzustellen geht nicht über Nacht. Es braucht viele Jahrtausende eigentlich, um es wiederherzustellen. Generation und Generation. Und jede Generation hatte sein eigenes Licht für ihre Zeit, ihr Fortschritt. Luther hat den ersten Schritt weg von Rom gemacht, sage ich jetzt mal in kurzen Worten. Dann kamen die nächsten Schritte. Aber Luther hat den Sabbat nicht verstanden. Er hat gesagt, die Juden müssen alle abgeschlachtet werden. Und trotzdem ist er dieser Held der Reformation. Alles ist basierend auf Kontext und der Generation und welches Licht Gott dieser Generation gibt. Gott gibt uns heute wieder neues Licht. Aber dieses Licht dient dazu, nicht um diese Welt noch zu retten, sondern um Menschenseelen zu retten. Das heißt, wenn ich mich politisch schlau mache und voraussehe, welche Krise kommt, dann kann ich zu meinem Nächsten kommen und sagen, das und das steht uns bevor. Ändere dich, rette dich. Das ist der Sinn. Und wenn wir jetzt zu dieser Bewegung kommen, ist genau das gleiche Prinzip. Wir hatten, bevor ich nach Deutschland bin, hatten wir ein Studium mit der tschechischen Gruppe. Vielleicht erinnern sich noch ein paar. Wir haben 1989 und ich würde vorschlagen, wir könnten genauso eine Linie machen. Bei der Formulierung der Botschaft beziehungsweise der Zunahme der Erkenntnis und Formulierung der Botschaft werden uns zwei Dinge gegeben. Es ist Linie auf Linie und Daniel 11, 40 bis 45. Es ist die Methode und der Anker. Linie auf Linie ist die Methode, Daniel 11, 40 bis 45 ist die Botschaft. Aber am Anfang dieser Bewegung wird nicht das volle Paket gegeben. Warum nicht? So funktioniert erstens Projektmanagement nicht und zweitens, wir wären erdrückt. Niemand wäre Teil dieser Bewegung gekommen, wenn wir sofort über Menschenrechte gesprochen hätten, gesagt hätten, dass es kein Sonntagsgesetz geben wird und so weiter. Das heißt, was muss Gott machen? Gott muss langsam von 1989 anfangen, uns Schritt für Schritt einen Weg zu führen, der uns Schritt und Schritt immer mehr verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo es echt gekracht hat, 2018 und jetzt sind wir 2021 schon. Wenn wir 2018, als der Wendepunkt kam, die Mitternachtsrufbotschaft, hätten wir einen Schnitt machen können und sagen können, weißt du was, alles was vor 2018 war, kannst du in die Mülltonne schmeißen, weil vieles davon nicht korrekt war oder halb unkorrekt war. Also unterm Strich, wir hätten verzweifeln können. Aber das dürfen wir nicht. Warum nicht? Weil wenn wir das getan hätten, hätten wir nichts verstanden, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet Schritt für Schritt, so schnell wir gehen können. Und alles, was wir in der Mitternachtsrufbotschaft haben, alles, was wir heute haben, die Botschaft, ist im Kern von 1991, 96 verpackt. Die Methode wurde uns damals gegeben. Aber Gott gibt einem Erstklässler keine Tests und keine Matheaufgaben von der 5. oder 6. Klasse. Er sagt, du bist in der 1. Klasse, wir lernen das Material der 1. Klasse. Dann kommen wir in die 2. Klasse, wir lernen das Material der 2. Klasse.
Und das ist, was mit dieser Bewegung passiert ist. Wir mussten erst lernen, dass die Geschichte sich wiederholt, dass wir sowas haben wie Reformlinien. Wir mussten verstehen, dass wir in der Erfüllung von Daniel 11, Vers 40 bis 45 sind. Dann mussten wir verstehen, dass es die 25-20 gibt, welches die Rechtfertigung für die Adventgemeinde ist, dass wir das moderne Volk Gottes sind. Wir mussten William Millers Traum verstehen, dass wir die Wichtigkeit unserer Generation heute verstehen. Wir mussten Amerika und Russland verstehen, damit wir wissen, wer sind die Global Players heute. Wir mussten 9-11 verstehen. Wir mussten das Gericht der Lebenden verstehen, damit wir merken, wie wirklich eindringlich die Zeit ist, in der wir leben. Und dann kommt Gott und sagt, okay, ihr habt die Basics gelernt. Jetzt gehen wir ins Kompliziertere und auf einmal lernen wir über Fraktale, Esra 7, Vers 9. Und wir lernen, dass es Priester, Leviten und Tempeldiener gibt und dass jeder durch das Gleiche durchgeht, aber nur zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann kommt und sagt er, so, jetzt haben wir die Grundschule fertig und jetzt müssen wir nur noch eure Weltanschauung korrigieren. Und jetzt gucken wir in die Zukunft. Ihr habt nachgeholt, was die letzten Jahre versäumt war, was der Adventismus hätte wissen müssen. Und jetzt schalten wir einen Gang höher. Eure Weltanschauung. Nationalismus muss weg. Euer Rassismus muss weg. Euer Sexismus und Homophobie muss weg. Ihr müsst euch korrigieren, was eure Weltanschauung bezüglich des Impfens angeht, was die Weltanschauung der Geschichte bezüglich Ersten, Zweiten Weltkrieg und so weiter angeht. Ihr müsst euch mehr die Politik betrachten und so weiter. Das heißt, in Kurzform, wir dürfen nicht verzweifeln, wenn wir heute an diesem Punkt stehen, wo wir für Frauenrechte und LGBTQ-Rechte aufstehen und wenn wir sagen, dass es kein Sonntagsgesetz buchstäblich gibt. Wo liegt das Fundament in solchen Aussagen? Das ist nicht etwas, was wir uns einfach vom liberalen Adventismus abkopiert haben. Das ist etwas, was auf Methode basiert. Und diese Methode wurde von uns am Anfang der Reformlinie gegeben. Gott brauchte nur 30 Jahre, fast 32 Jahre, dass wir lernen, um was es wirklich geht. Dass wir lernen, mit dieser Methode richtig umzugehen, die Regeln richtig anzuwenden. Und auf einmal machen Dinge viel mehr Sinn. Auf einmal wissen wir, um was es in dieser Zeit geht. Aber in diesen 30 Jahren kommen viele Fehler vor. Es werden viele Leute enttäuscht. Leute sagen, was ist das für ein Humbug und gehen. Leute verrennen sich und werden fanatisch. Das ist alles Teil des natürlichen Prozesses auf dem Weg zum Erfolg, würde ich jetzt sagen. Gott hat immer zu jeder Zeit der letzten 30 Jahre Leute gehabt, die den Weg richtig gegangen sind und nach vorne gepusht haben, die verstanden haben, an jedem Moment, wie Methode funktioniert, gelernt haben und mehr die Details rausgeklügelt haben. Und somit kommen wir heute zu diesem Punkt, wo wir stehen. Wenn wir heute die Botschaft abwerfen und wegwerfen, weil auf einmal solche Aussagen kommen wie, wir müssen Frauen ordinieren, der hat nichts seit 1989 verstanden. Heute ist die gleiche Methode wie 1989. Der Unterschied ist nur, dass wir heute prophetisch erwachsen geworden sind. Wir wissen, wie mit den Regeln umgehen. Während damals wir in dem Prozess waren, wir sind ja immer noch im Prozess, besser kennenzulernen, besser zu lernen. Aber damals wir halt nur in der ersten Klasse waren oder in der zweiten. Und heute sind wir schon ein paar Klassen höher. Und in diesem Prozess gehen Leute weg. Aber in diesem Prozess kommen Leute auch rein, weil sie merken, diese Regeln funktionieren. Diese Methode funktioniert. Und wir merken immer mehr, dass diese Methode Hand und Fuß hat. Wir dürfen aber unsere vergangene Geschichte nicht wegwerfen, so wie Ellen White es gesagt hat.
lest we forget the way, also es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns geführt hat, also wenn wir das nicht tun, dann haben wir nichts für die Zukunft zu befürchten. Und so ist es auch für diese Bewegung. Gott hat uns geführt seit 1989. Aber was wir nicht vergessen dürfen, dass Gott uns nicht wie ein Lichtschalter von heute auf morgen ändert und von heute auf morgen wir alles kapieren. So funktioniert Gott nicht. Sonst hätte er gleich nach dem Sündenfall alles wieder korrigieren können. Nein, es braucht 6000 Jahre. Somit braucht auch diese Bewegung 30 Jahre, um zu diesem Punkt zu kommen, wo sie merkt, um was es wirklich eigentlich geht. Und das Problem ist, wenn die Wahrheit scheint in seinem wahren Licht, sind zwei Gruppen. Die Leute, die wie Daniel gedemütigt in den Staub fallen und dadurch verändert werden, und die Gruppe, die von dem Licht geblendet werden und gehen und sagen, Felsen, fallt auf mich. Das ist der Unterschied. Somit für uns heute in dieser Dispensation, wir runden das jetzt auch ab. Wir sind in einer Dispensation im Fraktal der Priester, wo wir Panium erwarten. Panium wäre die Wiederkunft Christi, das herrliche Erscheinen des Herrn, symbolisch gesehen, für die Priester, nicht buchstäblich die Wiederkunft Christi. Und in diesem Moment gibt es Leute, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht getan? Haben wir nicht Gleichberechtigung geliebt? Und Gott sagt, ich kenne euch nicht, ihr habt nicht meinen Willen getan. Die Gefahr in dieser Dispensation sind nicht die Sichtungen, es ist die Ignoranz gegenüber Sexismus, die Blindheit gegenüber, wie tief Sexismus in jedem Bereich in unserem Leben ist. Wir dürfen nicht länger gleichschalten mit der Gesellschaft. Wir müssen der Gesellschaft voraus sein. Wir sind alle ein Produkt unserer Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Wir sind alle ein Produkt der Gesellschaft. Das heißt, was von uns verlangt wird, ist eine Kulturveränderung. Und eine Kulturveränderung bedeutet nicht nur, dass man sich eine andere T-Shirt-Farbe anzieht, sondern es bedeutet eine Veränderung des Denkens, des Handelns, des Sprechens, der Vorlieben, des Charakters. Und da sind wir an dem Punkt angekommen, worum es in dieser Botschaft geht. Und jeder ist frei, sich dieser Veränderung zu unterwerfen, also dass er diese Veränderung sagt, ich gehe da durch. Und jeder hat die Freiheit zu sagen, ich will mich nicht verändern. Und da hat man dann Leute, die sagen, sie bleiben in der Bewegung. Und wir haben Leute, die sagen, sie gehen weg. Jeder hat die freie Entscheidung. Aber am Ende wird sich zeigen, was die bessere Wahl gewesen ist. Gibt es noch Fragen oder Kommentare? Ich denke, ich habe noch eine Frage. Du hast die französische Gruppe erwähnt. Ja. Ist die jetzt definitiv gespalten und wer ist jetzt wo? Also ich habe das nur so am Rand mitbekommen, dass die einen halt den Namen wechseln mussten. Le Grand Cri gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder? Ist das richtig? Ja, das offizielle Schreiben wurde verteilt. Es gab es im Rundfunk. Le Grand Cri gibt es noch, aber ist nicht mehr das Ministry, was in dieser Bewegung steht. Das Ministry, das französische Ministry, welches noch Teil der Bewegung ist, heißt jetzt Eden à Eden, also von Eden zu Eden. Aha. Und wer ist jetzt da dabei? Also ich meine, wer sind die Führer da? Das wurde in dem Schreiben, sind die Namen genannt worden, die das Board für das neue Ministry sind. Ich möchte jetzt online die Namen nicht sagen, aber im Rundfunk einfach zurückgehen, da ist nochmal das Dokument und da steht alles detailliert drin. Ah, okay, gut. Gibt es sonst noch Fragen, Kommentare? Ich kann nur ganz...
Raquel, dann Rodolfo. Ich fand interessant, dass du erwähnt hast, dass, ich weiß nicht mehr genau die Worte, aber letztendlich nur, wenn wir diese Botschaft annehmen, können wir das erreichen, was jeder Adventist sich wünscht, diese Charakterveränderung. Ja, sehr interessanter Punkt. Was ich interessant finde, als ich der Bewegung näher kam, weiß ich, war immer der Streitpunkt zwischen Bewegung und der Adventgemeinde. Ja, wo hat man dann die Beziehung zu Jesu und wo hat man die Charakterveränderung? Und der Standpunkt damals, den wir in der Bewegung hier hatten, war, es geht um die prophetische Botschaft. Und heute würden wir sagen, ja, war vielleicht blöd von uns, das zu sagen. Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, denke ich, war es richtig, diese Aussagen. Weil 2018 und heute, wo wir stehen, sehen wir, dass das prophetische Wort uns zu einer Charakterveränderung bringt. Buchstäblich. Wir haben ja heute schon drüber gesprochen. Wir sehen jetzt eine Veränderung im Leben eines jeden von uns, der die Botschaft ernst nimmt. Du kannst nicht so bleiben, wie du warst. Und das prophetische Wort, die Linien, bringen uns dazu. Das heißt, wir sind an diesem Punkt, wo wir sagen können, wir haben eine komplette Charakterveränderung. Aufgrund des prophetischen Wort, Linie auf Linie. Und das ist das, was dann im Adventismus im Umkehr fehlt. Wir haben zwar die Botschaft, also als Adventisten haben wir die Botschaft der Charakterveränderung, weil wir Ellen White's Bücher lesen, aber da ist kein Zeitdruck. Nimmst du die Linien, dann heißt es, bis zu der und der Wegmarke, räum dein Leben auf. Das ist eine unterschiedliche Botschaft. Und wenn man das Ganze psychologisch betrachtet, funktioniert die Version mit Linien eher, dass Leute ihre Charakter ändern, als dass du einfach wahllos sagst, ja, ich muss meinen Charakter ändern. Das ist einfach psychologischer Fakt. Wenn du sagst, ja, ich will einen Marathon laufen, du machst aber keinen Zeitpunkt, weil du nie weißt, wann der Marathon ist, dann wirst du nie trainieren, weil du immer sagst, ja, morgen ist auch noch ein Zeitpunkt. Und dann sagst du, okay, in einem Jahr ist der Marathon, fang an zu trainieren, dann fängst du an zu trainieren, weil du weißt, du packst es sonst nicht. Und das ist der Unterschied zwischen der Adventgemeinde und dieser Bewegung. Das ist das, was die Linien machen. Die Linien, das prophetische Wort, geben uns die Punkte, wo wir sagen, bis dahin musst du dein Leben aufgeräumt haben. Und das macht diese Botschaft so explosiv und so effektiv, muss ich eigentlich sagen. Ist noch irgendwelche Fragen, Kommentare? Gut, wenn nichts mehr ist, dann würde ich noch zum Abschluss beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag und dass wir uns wieder treffen können und gemeinsam studieren können. Herr, manche von uns sind erst seit kurzem an dieser Botschaft interessiert. Andere sind schon länger dabei. Herr, diese Bewegung hat viel mitgemacht. Viel sind wir auf diesem Weg gelaufen und wussten eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht, um was es geht. Viele sind gegangen, viele sind gekommen. Viele von uns haben sehr hart gekämpft. Und dann kam der Zeitpunkt, wo man gedacht hat, alles ist umsonst. Herr, wir sind in der Zeit von Jakobs Trübsal. Das Chaos stürzt über uns ein und oft wissen wir nicht, wo oben ist und wo unten ist. Aber Herr, wir danken dir, dass du uns die Linien gegeben hast, die uns seit Anfang an geführt haben, dass sie an jedem Schritt dieses Weges immer dicker geworden sind und immer stärker. Wir können immer mehr unser Gewicht auf sie legen. Herr, ich bitte dich vor allem jeden, dass wenn er sein Haus baut, dass er es auf dem Stein baut, nicht auf dem Sand. Wir wissen, der Sturm kommt. Wir wissen, die Krise ist vor unseren Augen. Wir müssen uns nur an die richtige Seite halten. Wir müssen unsere Augen öffnen. Ich bitte dich, dass ein niemand, der Ignoranz gegenüber Sexismus verfällt,
dass jeder Verstand geschärft wird, dass wir sensibilisiert werden und dass wir unser Leben aufräumen. Bitte sei mit jedem in seinem Problem, in den schweren Tagen, aber auch in den guten Tagen, und dass wir als Gruppe zusammenwachsen, um ein Licht für dich zu sein, für andere. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen.